So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und wir sind hier bei unseren Farmen. Ich warte gerade darauf, dass sich unsere Villager hier resetten, dass wir schön mit denen mal eine Runde traden können. Gerade mal ein paar Melonen zusammenbasteln hier. Den Rest werfe ich mal kurz hier in eine Kiste. Der Kollege wird mir jetzt mal sein Geld geben. So. Dann warten wir mal kurz, bis er restockt. Sollte bald soweit sein. Na, komm schon. Geht doch. So, Dankeschön. Gut, und dann nehmen wir uns hier mal den letzten gerade. Das ist ja nicht so nice. Mich verarschen jetzt. So, und dann wirst. Das ist ja eine Frechheit. Ich hoffe, dass hier keiner von denen jetzt seinen Trade verloren hat. Habe ich mit dem schon mal getradet? Nee, ne? Ach komm, weißt du was? Leck mich. Der ist selber schuld, wenn er nicht, bis ich zurückkomme, sich ausgezogen hat, dann ist er tot. So. Huch. So, dann holen wir uns mal eben einen neuen ran. Einen neuen ran. Weep. Wieso bist du auch ein Librarian? Das ist doch jetzt Kotze, Alter. Wo höre ich denn hier die ganze Zeit ein Lama? Ist hier irgendwo ein Wandering Trader? Ich bin verwirrt. Okay, Moment. Wir müssen kurz hier frei Haus machen. Ach, ich habe mit dem noch nicht getradet, deswegen ist das auch weg. Okay, er macht nichts. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt reicht. Ich habe nämlich eigentlich kein Interesse daran, jetzt noch mehr Villager hier zu holen, weil das dauert alles immer so ewig. Ach, das ist das Lied, was so klopft. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, du hast keine Arbeit, oder? Gut so. So. Das ist echt mit den Falltüren dann ein bisschen blöd, ne? Hä? Willst du mir nicht deinen Bogen verkaufen? Konnte der nicht in Level 1 Bögen verkaufen? Ich bin mir relativ sicher. Dass es einen gab, der mir bei Level 1 einen Bogen verkauft hat.
Ja, wenn dann den mit Stöcken und den mit Pfeilen, Kollege. Ich will nicht... Gravel will ich nicht hergeben. Gravel brauche ich noch für meinen Concrete am Ende. Kann man nicht Stöcke und Pfeile kriegen? Stöcke und Pfeile, sehr schön. Habe ich Stöcke dabei? Nee, ne? Nee, aber ich kann zumindest ihm... So, ein paar Pfeile abkaufen. Dann gehe ich mal ganz kurz ein paar Stöcke holen. Moment. Auf mein holdes Ross. Mein Stöcke ist jetzt keine Ressource vor... Vor der man irgendwie hier groß Sparsamkeit zeigen sollte, oder? Hier sind Stöcke. Ja, reicht. Wir haben ja noch Holz, von daher mache ich mir da erstmal gerade keine Gedanken. In der Hoffnung, dass der Typ mir Bögen verkauft. Ach so, du hast schon. Moment, geh mal weiter in deinem Level gerade. Yeah, Bogen. Okay. Gut. Danke. Ja, zumindest können wir uns jetzt 4 weitere Dispenser machen. So. Und dann brauche ich noch einen Loom. Habe ich noch einen Faden irgendwo? Einen einzigen Faden. Oder? Für einen Loom braucht man wohl einen Faden, oder? Loom. Ach. Das ist doch ätzend, Alter. Okay, egal. Habe ich echt wieder keinen Cobblestone? Ach nee, ich habe ja allen gebrannt. Gut, okay. Erde. So. Ich gehe mal kurz noch ein bisschen Cobblestone holen. Cobblestone. 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 Weißt du, wie viel anderen Scheiß gibt's denn hier eigentlich? So. Wie viel Cobble haben wir? 25. Lächerlich. Lächerlich. Ich will keinen dreckigen Andesit und Diorit und was weiß ich, wie die Scheiße heißt. Granit. Ich will nur Cobblestone. Ich muss echt mal einen AFK Cobblestone Generator machen, ne? Mit einem TNT-Duper. Da sind wir die Scheiße auch los. Dann kann ich AFK angeln, während meine Eisenfarm Eisen produziert. Der AFK Cobblestone Farm Cobblestone produziert. Währenddessen gibt es noch AFK Bone Meal. Alles AFK, Alter, das wäre der Traum. Das wäre der Traum. Dispenser. 1, 2, 3, 4. So. Ich hau jetzt gerade mal hier die ganzen unnötigen Sachen aus meinem Inventar raus. Das hier kann mal gebrannt werden, das hier kann raus, das hier kann raus. Cobblestone tue ich mal hier hin. So, und jetzt warte ich eigentlich nur auf eine Spinne, ne? Mending Power 3. Ach komm, weißt du was? Ich nehme mal hier
Ich habe noch nie einen Crossbow benutzt. Aber ich werde ihn benutzen. Gegen die Spinnen. Und Creeper. Und Ungeheuerlichkeiten. Na toll, ernsthaft jetzt? Stehst du auf meiner Farm drauf, du Sau? Ich brauche nur eine Spinne, die mir eventuell ihre Fäden droppt. Okay. Weißt was? Gute Vorbereitung ist alles. Okay. Hä? Wie lädt man den denn neu? Ach, man hält gedrückt, okay. Oh Gott. Der Crossbow ist echt lahmarschig. Okay. Wo sind jetzt die Spinne hin? Oh Gott. Hi. Aua. Okay. War das eine Kuh gerade? Ich habe gedacht, ich hätte eine Spinne gesehen. Da ist eine Spinne. Bitte dropp mir deine Fäden. Keine Fäden. Scheiße, das sind drei Skelette. Echt, da ist echt ein, da hängt echt ein Händler fest. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich höre so einen und dann war da echt einer. Ja. Okay. Ernsthaft jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Bogen gefällt mir besser. Also es ist eine nette Idee, dass man einen aufgeladenen Crossbow in der Hand halten kann. Aber irgendwie gefällt mir der Bogen trotzdem besser. Keine Ahnung. Hat irgendwie mehr. Oh Gott, Moment. Der hat einen Bogen gedroppt. Oh Gott. Stirb. Du Unhold. Okay. Was wollte ich machen? Ach, ein Loom, genau. Ein Loom. So, das kann hier bleiben. Ach, ich habe ja noch 17 Essen da und ich habe auch noch Fisch in dem Ding da drin. Okay. Was? Ach. Na dann. Ich hätte auch einfach einen holen können. Ich glaube, ich habe im Dorf einen gelassen, oder? Kann das sein? Die Sau, Alter. Die sind voll kamoufliert hier, die Creepers.
Nee. So, okay. Kurz einen neuen abholen hier bitte. In der Hoffnung, dass ich mit einem Loom dann einen kriegen kann, der mir Scheren verkauft. Solange ich noch keine Eisenfarm habe. Kommst du bitte runter? Danke. Kann man einen kriegen, der sofort Scheren verkauft? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Doch, kann man, okay. Ja, nice, Alter. Okay, du bleibst da sofort drin, Alter. Boah, bin ich happy damit. Damit bin ich echt happy, dass ich einen hab, der Scheren verkauft. Hi. Hat er irgendwas zertrampelt? Nee, ne? Das ist gut. So. Wenn ich mal kurz hier Melonen, Kürbisse, Melonen. Gib mir Geld, weil es mir gefällt. So, eine Schere hätte ich dann gerne noch. Ach, du bist der Falsche. Sorry. So, von dir hätte ich gerne die Schere. Und so. Sehr gut. Ja, ich muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen an das ganze Getrade hier. So, wir haben jetzt hier unsere Dispensors. Dispensors. Und da müssen natürlich dann noch Hopper drauf. Eigentlich. Dass man die auch automatisch wieder befüllen kann. Oder man kann es vielleicht irgendwie auch anders lösen. Ich weiß nicht. Könnte man theoretisch... Moment. Ich will mal was probieren gerade. Wenn jetzt ein Schaf da ein Block ist. Und warte mal, ich habe eine Idee. Ich kann das ja hier ausprobieren. So. Nee, das geht nicht. Schade. Ist auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ne? Ich bin bei Redstone, bin ich echt so ein bisschen gehandicapt, sozusagen. Naja. Hier ist eine Schere drin, hier ist eine Schere drin, hier auch. Okay, alles gut. War da gerade ein Creeper? Nee, okay. Ach, wir haben ja hier den getrappten oder ist er despawned? Oder hat einen Weg nach draußen gefunden? Ach, das war mein Pferd, okay. Keine Ahnung, das habe ich die ganze Zeit hier gehört, den einen Trader da hier drinnen getrappt war. Und ich habe gedacht, was geht denn hier, Alter? Gar nichts mehr gepeilt. Geil. Okay. So. Und dann ganz kurz. So, und dann muss ich von hier aus dann weiter graben noch ein Stück. Moment. Gut.
Ach, na gut. Das war ja witzlos. Das war ja relativ sinnfrei. So. Gut. Weiter bitte. Dann gehe ich mal ganz kurz ein bisschen mehr Weizen holen von der Schafsfarm drüben. Oder von der Schaf- und Kuhfarm hier. Ach, siehst du, ich habe auch noch die ganzen Trade-Items dabei. Ich werfe die gerade mal hier rein. Weil ich werde das sowieso hier dann abholen am Ende, von daher egal. So, gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier aufschlage, so, und dann hier die brüten lasse, so, kriege ich hier nochmal einen, nochmal gebrütet irgendwie. Irgendwie nicht, ne? So. Das ist ja voll die Möglichkeit hier, guck. Und dann kann ich hier das Wasser wieder rausmachen. Kann ich hier den Block wieder reinsetzen und fertig ist die Unterteilung. Dann kann ich hier zumachen. Wobei hier kann ich eigentlich Erde lassen, ne? So. Wenn jetzt die Kollegen hier was phrasen, dann wird da auch getriggert. 48 Wolle schon, Alter. Nicht schlecht. Das heißt, ich kann eigentlich auch anfangen, dann mein Haus weiter auszubauen dann. Ich meine, 48 Wolle wird natürlich nicht ansatzweise genug sein. Aber es ist ein Anfang. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge fangen wir dann hier an. Ach, guck mal, hier haben wir ja noch. Fangen wir dann hier an, mein Haus weiter aufzubauen, wa? ich muss eventuell noch mal ein bisschen Holz hacken gehen, weil wir brauchen noch mehr von dem normalen Oakwood. Aber, naja, wie gesagt, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!